Emotionen, Jubel, Rausch. Bis jetzt ist es nur vermutet worden. Genau angeschaut hat kaum jemand. Jetzt liefert Blick TV Undercover den Beweis. In Fankurven ist Kokain überall. Wir sind inkognito in die 10 grössten Fankurven im Fußball und im Eishockey. Wir haben Tests gemacht und Koks gefunden. Überall offen. Viel davon. Fankurven. Das sind gigantische Choreos und pure Emotionen. Für viele Fans ist es wie ein Rausch. Den meisten langt die Gefühlsexplosion. Aber nicht allen. Ein Teil hilft nach, verstärkt den Kick mit Kokain. Und Behörden und Vereine schauen zu. Zum Beispiel hier in Basel. FCB-Heimspiel Mitte Februar. Ausgerüstet mit professionellen Drogenabstrichtests, wo auch der Schweizer Zoll braucht, geht es in die Muttenzer Kurve. Abtastet werden beim Eingang die wenigsten. Das war auch in allen anderen Fußballstadien so. In der Kurve werden schon vor dem Spiel Petarden gezündet. Während die Fangesänge in der Basler Nacht dröhnen, gehen wir in die WCs hinter den Stehplatz. In allen Stadien gehen wir gleich vor. Wir gehen stichprobeartig in 8 verschiedene Kabinen und machen Abstrich auf den Ablageflächen, am Spülkasten und auch an den Türgriffen. In Basel liegt mehrfach weißes Pulver offen rum. Ein WC schlägt sie aber alle. Da liegt ein ganzes Kokssäckchen. Wir machen den Abstrich und werten die direkt nach dem Match aus. Alle 8 Tests geben Kokain an. Aber wie sieht es in den anderen Stadien aus? Zürcher Derby Anfang Februar. Wir gehen in die Zeugkurve vom FCZ. Es ist ein Hochrisikospiel. Alkohol ist im ganzen Stadion verboten. Auf dem WC finden wir aber x-fach in eine geschmuggelte Bierdose. Und unter einer Dose versteckt sich das Härtezeug. Auch in anderen Kabinen sieht man Kokain. Die Auswertung der Abstriche etwas später bestätigt das, was wir schon von bloßem Auge im letzten Jahr gesehen haben. Weiter geht's auf Bern, Heimspiel von IB Ende Januar. Die Fans geben alles, auf den Rängen und gewisse auf dem WC. Einmal beobachten wir, dass 3 Leute gleichzeitig in eine Kabine gehen. Was sie dort machen, können wir nur vermuten, aber was nachher in der Kabine zurückbleibt, ist eindeutig. Kokain sehen wir mehrfach. Testen tun wir auch in St. Gallen. Der ganze Jesper-Block pusht seine Mannschaft zum Sieg. Tests auf der WC zeigen, auch da gehört Kokain für gewisse einfach dazu. In Luzern sind wir Ende Januar mitten in einer Pyroshow. Hinter den Stehplätzen gibt es nur eine grosse WC-Anlage. Die Kokainbrösmeli liegen auf den WC-Rollenhalter herum. Unsere Tests später bestätigen, was offensichtlich ist. 5 Stadien, 40 WCs, 40 Tests. Und jeder einzelne Test zeigt Kokain an. Quote 100%. Die Erklärung ist schon so, dass die Euphorie natürlich verdoppelt oder vervierfacht oder versechsfacht wird. Dass es geiler ist, dass es pusht. Macht Spass. Das ist dann das Zustandsbild, wo man erlebt. Sagt der Berner Suchtberater Andreas Fuchs, der auch schon für IB zum Thema Suchtprävention eine Schulung gemacht hat. Die Regina Rust, die regelmässig Fußballfans mit Suchtproblemen beratet, erklärt die Faszination des Kokain in der Kurve so. Man steht in der Kurve und dann passiert ja ganz viel und die Emotionen schießen ja hoch. Man badet ja in den Emotionen und es gibt Menschen, die wollen genau das verstärken. Also sie verstärken das mit Kokain, manche verstärken es auch mit Alkohol. Und die stärkste Kombination ist eigentlich, wenn man Alkohol und Kokain kombiniert. Wie verbreitet der Kokainkonsum in der Kurve genau ist, hat bis jetzt noch niemand abgeklärt. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Vermutung liegt aber nahe, dass in der Kurve mehr gekokset wird als im Rest der Gesellschaft. Studien aus Deutschland kommt nämlich zum Schluss, dass bei den Leuten in der Kurve rund 8-mal mehr Leute sind, die kokset, als sonst in der gleichen Altersgruppe. Also bei den jungen Mann. Aber wie sieht es im Eishockey aus? Der ehemalige Hockey-Hooligan und spätere Gewalt- und Drogenberater Philipp Frey sagt, im harten Kern der Kurve wird auch im Eishockey gekokset. Drogen gehören dazu und haben immer dazu gehört. Du bist in diesem Freizeitsetting, du bist in diesem Erlebnissetting. Für die Leute, die ins Spiel gehen, ist das ähnlich wie ein Clubbesuch. Und
da ist halt heute einfach so, dass es dazugehört und Teil des Erlebnisses ist. Ja. Wir sind in die Hockeystadien schauen und testen. Die Kurven sind viel kleiner wie im Fußball. Die Stimmung ist familiärer, das Publikum ein anderes. Wir sind wie im Fußball in die 5 Stadien mit den grössten Fankurven und haben in je 8 WC-Kabinen stichprobenartig Drogenabstriche gemacht. Auch im Eishockey sieht man das Kokain teilweise schon auf den ersten Blick. Wie da zu Zug an einem Dienstagabend im Januar. Beim Heimspiel vom EVZ hat es mehrfach weißes Pulver auf den WC-Rollenhalter und auf dem Boden. Die Abstriche zeigen, 6 von 8 Tests zeigen Kokain. Beim ZSC und beim SC Bern sind wir Ende Januar an einem ruhigen Heimspiel. In der zweiten Drittelspause machen wir auf den WCs Tests. In Zürich geben 7 und in Bern 6 von 8 Tests positiv an. In der Westschweiz herrscht in der Kurve Gänsehautstimmung. Lausanne holt sich einen wichtigen Sieg im Kampf um Playoffs. Die Drogenabstriche, die wir machen, sind in 6 von 8 Kabinen positiv. In Fribourg ist Stadion ausverkauft. Cotteron zeigt einen berauschenden Match auf dem Eis. In den WCs sehen wir Spuren von ganz anderen Räuschen. Auf 6 von 8 Toiletten können wir Kokain nachweisen. Von 40 Tests in der Eishockey-Halle sind 30 positiv. Eine Quote von 75%. Kokain, das offen rumliegt, finden wir auch hier, aber viel weniger und weniger offensichtlich als im Fußball. Koksen die Fußballfans also deutlich mehr als die Hockey-Fans? Suchtberaterin Regine Rust sagt ja. Wir kennen es nur aus dem Fußball. Wir kennen es nur und ich kenne es auch aus anderen Beratungsstellen, wo ich gearbeitet habe. Also auch da waren immer mal wieder Fußballfans oder Ultras. Ich hatte einige Hooligans auch schon in Beratung. Und habe nie jemand von einer anderen Sportart, ehrlich gesagt, bei mir gehabt, der das Thema hatte, wo man so intensiv, exzessiv Substanzkonsum hatte. Um genau zu sagen, wie exzessiv der Konsum ist, fehlen genaue Zahlen. Und die am nächsten dran sind, Clubs und die Fanarbeiten, entziehen sich der öffentlichen Diskussion. Nur gerade IB beantwortet schriftlich unsere Fragen. Alle anderen Vereine, die wir in der Stadien waren, haben nur mit kurzen Stellungnahmen reagiert oder gar nicht Stellung genommen. IB schreibt zum Drogenkonsum in ihrem Stadion, es sei bei so vielen Leuten nicht zu vermeiden, dass sich Einzelne nicht an die Regeln halten. Ein offener Drogenkonsum sei ihnen nicht bekannt. IB schreibt weiter, sie halten sich an die Stadionordnung. Fehlbare Personen machen sich strafbar und würden der Polizei gemeldet. In den Stadionordnungen von allen angefragten Fußballvereinen steht nämlich, dass entweder das Dabeihaben, der Konsum oder der Handel mit Drogen verboten ist. Ob konsequent angeschaut wird, ist zu bezweifeln, wenn man diese Bilder sieht. Der FC St. Gallen und der FC Basel schreiben in einer Stellungnahme, dass sie die Drogenthematik intern und mit den Behörden diskutieren. Die 5 Eishockey-Clubs schicken uns alle die tupfgenau gleiche Stellungnahme. Drogenkonsum sei ein Gesellschaftsphänomen, da können wir die Verantwortung nicht den Clubs zuschieben. In Schweizer Fußballstadien und teilweise auch in Eishockey-Stadien wird ziemlich offensichtlich Kokain konsumiert. Das zeigt die Recherche. Und es tun sich Fragen auf. Hängen der Kokainkonsum und Gewalt rund um Fußballspiele zusammen oder nicht? Und haben die Clubs nicht eine Verantwortung, gerade gegenüber den jungen oder sogar minderjährigen Fans, die in diesem Umfeld unterwegs sind? Die Fragen klären wir in den beiden anderen Folgen von Undercover Fans im Drogenrausch auf blick.ch.